Moin, Servus, Moin, Goldpriester hier. Es gibt ab heute eine größere Änderung, und zwar eine neue Playlist, die heißt Community Talk, Real Talk, Interviews bzw. Podcasts. Dort findet ihr dann alle neuen Videos, wo ich mit der Community über Battlefield 5 spreche bzw. aktuelle Themen anspreche. In diesem Video folgt jetzt der Community Talk zum Stuntman Mike Event. Themen sind unter anderem TDK, Zweibein, aktuelle Spielerzahlen, Battlefield 5 und Battlefield 6. Wer Bock hat, zu aktuellen Themen zu labern, der meldet sich einfach im Discord. Okay, jetzt viel Spaß dabei, euer Goldpriester. Achso, vergesst nicht, ein paar Likes da zu lassen. Achso, noch was zur Audio, die ist bei einigen Stellen etwas schlecht, aber das konnte ich jetzt nicht besser auskorrigieren. Wie ist das eigentlich für euch eigentlich, Battlefield 5? Ist es gut oder eher mittel? Ich habe erst 14 Stunden gespielt. Also ich würde mir eine Klassenbegrenzung wünschen. Eigene Server. Ich würde mir die alte TDK wünschen. Darauf habe ich gewartet. Ja, das nee. Ist auch die alte TDK. Ja, das ist auch so eine Sache. Also viele, die Umfrage, die ich ja gemacht hatte, waren 2/3, ne? Also dass die TDK zumindest nochmal angepasst wird zum jetzigen Zeitpunkt, ne? Ja, angepasst wird auch reichen, aber. Darf ich dich mal fragen, Goldpriester, was du von der TDK hältst? Nee, ich würde das, also ich würde sagen auch 2/3. Ich habe ja die Umfrage extra gemacht, um mir die um das mehr von der Community anzuhören. Die wollen eine Änderung, ob die jetzt die 5.0 TDK haben wollen wie früher, das weiß ich glaube eher noch gar nicht mehr so. Aber die wollen die jetzige TDK-Änderung auf jeden Fall nochmal haben, also eine Nachbesserung. Jetzt haben wir ja aktuell 5.22 sozusagen aktiv, ne? Ich kenne nur diese. Ich bin mit der eigentlich zufrieden. Also muss ich ganz ehrlich auch sagen. Hört sich an wie Battlefield 4, so fast. Ja. Und ich habe über 2000 Stunden Battlefield 4 gespielt. Aber das, was mir richtig auf den Nerv geht, ist die ganzen Sniper. Du spielst zu viel Sniper. Ja, wenn du Jungle Carbine kannst, dann bist du auch OP. Ja, deswegen eigene Server. Ich würde einfach nur einen Infanterie-Server erstellen und dann schön alles begrenzen. Da würde ich tagtäglich drauf sein, definitiv. Ja, aber DICE kommt ja hier nicht aus dem Quark. Und welche kommen oder nicht. Aber das müsste ja, ne? Endlich geht's. Oder wie gesagt, damals, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ETW, also Enemy Territory Wolfenstein, da konntest du zumindest die Klassen alle begrenzen und das war gut. Das ist ein Spiel aus den 90ern. Oh. Ja, das war ein schlechter Vorschlag eigentlich. Ich meine, irgendwo, ne? Hat das schon Sinn? Ich würde dann auch verschwinden. Aber kurz noch eine Frage. Seit wann funktioniert das, dass man aufs liegende Leute Panzerbüchse aufstellen kann? Zwei Beine. Bei liegende Leute? Nee, du meinst, du musst doch trotzdem liegen, aber wenn du die Panzerbüchse bedienst oder was? Nein, also du stehst und ein anderer liegt und dann kann man auf dir die Panzerbüchse aufstellen, auf der Person, die liegt. Das war seitdem, das war seitdem. Wenn man steht und vorher einen sieht, dann geht das. Das war seit den Update der Zweibeine angepasst worden. Das ist schon sehr lange her. Das finde ich ja auch interessant, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hallo. Da haben noch alle mit der ZK 383 gespielt. Aber so die Boys, die ist doch genauso, mit der musst du doch auch hinlegen dich und mit der mit einer Zweibeine aufstellen, ne? Das ist aber, so. Aber wenn jemand auf dem Boden liegt oder eine Leiche reicht auch schon, kann er das Zweibeine aufstellen. Okay. Selbst wenn man steht, ja. Aber das habe ich noch gar nicht bekommen, lol. Mit Abstand oder direkt da drauf quasi? Also geduckt. Nee, man kann ganz normal stehen und dann hängt es zwei Beine in der Luft, aber man kann ziele. Was ist das denn, Alter? Nur, das muss ja dann, ich weiß gar nicht, da stand aber nie in den Patch Notes drin, also das scheint zu sein, oder? Nee, das war bei der Zweibeinanpassung. Da konnte man überall ein Zweibein aufstellen. Auch auf leicht. Okay, das je nachdem, ist gut zu machen. Ich hab's nämlich noch testet, Cat. Und man kann es entweder auf Leute, die liegen, oder aber wenn irgendjemand geduckt ist, funktioniert es auch. Okay, ja, das kann ich ja mal mit ins Video reinschneiden, weil das dürften auch einige interessieren. Also, ja. Musste ich auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also auf jeden Fall eine gute, coole Info. Ja. Denn normalerweise müsstest du einfach die komplette Datenbank abrufen und dann schaust du, wann der das letzte Mal gespielt hat. Und dann könntest du sozusagen eine halbwegs gescheite Liste erstellen. Ne? Was anderes fällt mir nicht ein, das müsste man halt programmieren. Viel Spaß. Battlefield 5 hat halt eben echt schlecht. Das musst du halt programmieren, meine ich, ne? Der müsste so eine Datenbankabfrage erstellen, sozusagen von der Datenbank. Und schau mal, das letzte Mal online war. Meinetwegen letzten Monat komplette Datenbank abgesucht und wie viel waren online. Das würde dann mal eine aussagekräftige Zahl werden, aber sonst hast du keine Chance eigentlich. Also weil ja Fortnite das meistgespielteste Spiel 2017 oder 18 war, hat Battlefield 5 halt eben auch einen nicht so geilen Start gehabt, weil das kam halt eben
so raus, dass auch schon Fortnite noch in einem sehr großen Hype war. Und ich habe auch aber Fortnite, ja, das stimmt schon, aber Fortnite ist nicht so mit Battlefield so richtig zu vergleichen, weil Fortnite spielen irgendwie andere Leute als Battlefield, sage ich jetzt mal so, ne? Battlefield kann man eher kostenlos mit Call of Duty vergleichen. Oder ja, dann ist das ja noch kostenlos, das stimmt auch noch. Oder mit Apex. Sag mal, Battlefield könnte man noch eher mit Apex vergleichen, obwohl Apex ja auch kostenlos ist, ne? Also ich glaube, bei Apex gibt es mehr Spieler insgesamt, würde ich sagen. Also ich hab Apex ganz durchgesucht, aber mittlerweile macht es gerade keinen Spaß mehr. Also ich bin in Battlefield, ich habe schon 5 Jahre lang. Like me. Und ich werde mir jeden Teil holen, der jetzt auch in Zukunft rauskommt. Aber was kommt eigentlich jetzt in Zukunft von Battlefield? Also neueres oder? Entweder es kommt Vietnam oder Afghanistan. Bei Afghanistan kann ich mir sogar vorstellen, dass die Martini Henry als DLC-Waffe wieder reinkommt. Ne, die wollten ja eigentlich ein modernes Battlefield jetzt als nächstes bringen. Bad Company 3 wurde doch in irgendwelchen Files gefunden. Ja, könnte ja, aber Bad Company 3 haben sie schon wieder sowas. Da hatten sie eine Nachricht gebracht letztens, das wurde wieder... Also angeblich, sage ich mal, wieder zurück, also gesagt, geleakt, dass das nicht mehr kommt, sondern ein modernes Battlefield. Ja. Ich weiß nicht, das sind so komische Leaks gewesen, die waren... Vielleicht kommt auch so Battlefield so in ganzen Zukunft, so abgespaced. Bloß wenn die was Modernes bringen, was meinen die mit modern? Meint ihr aber den Zweiten Weltkrieg? Nee, oder? Sondern was Modernes? Afghanistan, heute zu einem Gegenwart. Afghanistan. Battlefield Bad Company 2? Das war doch auch ein modernes, oder? Ja. Das waren doch die F2000, das sind doch keine neuen alten Waffen, meine ich, das sind doch neue. Aber in zukünftige Teilen ist, wird mein PC es nicht mal schaffen. Meiner vielleicht noch, hat eine RTX 2080 super, könnte sein, dass er den nächsten auch schaffen wird. Das neue Battlefield, das wird ja dann auch auf Frostbite sozusagen die neue Engine, nicht die aktuelle, ich weiß nicht, Frostbite 3 ist glaube ich aktuell, ne? Das muss sozusagen Frostbite 4 sein und die neue Engine muss sozusagen mit der Xbox, die jetzt rauskommt, unter PS4 die neue abgeglichen werden. Also die müssen sozusagen sich darauf sozusagen die Engine aufbauen. Also die müssen ja wieder aktuellen Stand der Grafik kriegen, ne? Das haben sie ja selbst gesagt, schon offiziell. Das ist eine offizielle Meldung, ne? Das finde ich ein bisschen blöd. Die wollen erst die Xbox abwarten und dann die Grafik darauf aufbauen. Und das wird dann Frostbite, ja, 3 oder 4 oder was halt, also neue Generation sozusagen. Also ich habe gehört, das nächste Battlefield soll rauskommen 2022 bis 2023. Oh, was ist das? Ja. Das wäre erst, ja, aber nie nächstes Jahr. Also wartet mal, wir haben jetzt 20, ne? Das bedeutet erst 21, mein Bauchgefühl sagt 21 Mitte. Also so. Wartet mal, das wäre sozusagen März ungefähr. Ja, ne? Bei Battlefield. 21 März, das wird nicht passieren. Das wäre jetzt so mein Bauchgefühl. Also diesen Jahr wird wohl nichts mehr kommen, meint ihr? Dieses Jahr, die müssen ja erstmal einen Support noch machen. Der Support läuft ja noch bis November, ne? Also diesen Jahr. EA hat schon bestätigt, Battlefield 5 Battlefield wird noch bis April 2021 mit Content beliefert. Ach so, die machen noch, also warte mal, stopp mal. Der Release war ja im Dezember letzten Jahres. Das bedeutet, die haben sogar noch über 2 Jahre den Support, oder? Sozusagen. Ja. Machen EA. Die wollen noch das Spiel noch richtig retten. Bevor die wollen einfach nur noch ein bisschen auch Geld verdienen, ist ja logisch, ne? Das Spiel wäre am Anfang richtig geil geworden. Am Anfang hätte das Spiel über 10 Maps. Und das wäre an der Westfront gewesen beim D-Day. EA selber hat gesagt, dass Battlefield 6 im Geschäftsjahr 2022 kommen wird. Richtig, das ist gehört. Aber was von April Frage ist 2021 bis irgendwie März 22. 20, genau, weil das Geschäftsjahr hat nie mal was mit dem Jahr zu tun, da muss man immer genau schauen, was da jetzt gemeint ist. Aber du meinst sozusagen auch erst ab 21 April. Bis das später. Geschäftsjahr 2022. Genau, das meine ich ja. Genau. Na, das also ich gehe mal Ende 2021 aus. Also können wir jetzt grob von jetzt an noch sagen, dass mindestens Battlefield also noch ein Jahr komplett weiterentwickelt wird und Support bekommt. Ja. So, ne? Also halt bis April 2021. Und, und dann kommt ja noch die Beta. Also ich war ja bei Battlefield 5, wurde ich ja bei der Alpha eingeladen. Und die Alpha war ungefähr 3 bis 4 Monate eher als die Beta. Also kann man mal davon ausgehen, dass nach etwa... ein Jahr dann, teilweise müsst ihr auch schon dann die Beta, die Alpha-Status muss dann auch schon irgendwie stattfinden oder so, oder getestet werden oder irgendwelche Infos, ne? Also das müsste man nochmal sich dann anschauen halt, ne? Ich denke, es hat halt so ganz Zukunft Battlefield halt so... Nein, das der einzige Zukunftsschüler von Battlefield war 21-22. Ja, genau so. Das war Mist, aber was, wartet mal, Bad Company 2 war doch mit der F2000, das ist doch keine Weltkriegswaffe, oder?
Die F2000 ist sogar ist eine Gegenwartswaffe. Das ist eine moderne Waffe, das meine ich ja. Ich kann mir das vorstellen, dass es wie Bad Company so ähnlich ist, 2. Aber dass es dann natürlich andere Maps hat und aber das so mit diesen modernen Sachen, nicht mit den 21, 45 oder so, das ist ja so richtig futuristisch gewesen, was Mist war. Das fahrt ja auch jeder. Ja, das würde ich auch nicht kaufen, weil ich da auch auf den Bock habe. Ich schätze, das nächste Battlefield wird ein Battlefield Bad Company 3 im Vietnamkrieg. Denn im Vietnamkrieg gab es auch einen Haufen weißer Waffen, die auch im Zweiten Weltkrieg von der Wehrmacht eingesetzt wurden. Echt? Habe ich selber auch nicht mitbekommen, irgendwas. Also. Nee, also, also ich denke mal wirklich, das moderne Szenario so wird, so anders geht's nicht. Die haben ja, wie gesagt, 2145 oder wie das hieß, ist gefehlt. Und was wollen sie denn da noch bringen? Oder vielleicht mit Drohnen? Warte mal, wo war denn das? Welches Battlefield hatten die Drohnen gehabt? Das gab's ja auch mal. Wo du die Drohnen so fernsteuern konntest. Mit einem Kit, mit so einem Kit. Was war denn das? Battlefield 3? Wartet mal. Bad Company. Das war auch Bad Company. Ich kann mir vorstellen, die müssen sowas wie Bad Company. Das heißt aber nicht Bad Company ist 3 oder 4, sondern was ist es, Battlefield 6, aber so ähnlich mit so Drohnen, aber nicht so futuristisch, dass es wieder die Leute abschreckt.